So, hallo, wir machen weiter bei Trackmania, den Strecken von Felix Feldmann. Das letzte Mal haben wir die Micromachine-Strecken unter anderem gefahren, die waren ganz cool. Und auch die Colossus-Strecke, glaube ich, war auch im letzten Mal. Jetzt haben wir Colossus 2. Ich sag's wie bei jedem Video jetzt am Anfang: Es kann passieren, dass es in manchen Strecken leckt. Ich kann es leider nicht ändern. So. Ich werde es aber, wenn es dann soweit ist, immer wieder ausreichend erwähnen, dass es leckt wie Sau. So, ist das auch wieder so ein Handding oder fahren wir diesmal auf was Größerem? Das ist auf jeden Fall auch wieder ein Teil von der Hand. Okay, das hat man jetzt nicht alles exakt sehen können. Das ist aber auch eine Mühe, das hier erstmal alles aufzubauen, meine Herren. Und wir haben diesmal wieder drei Runden. Da es aber 5 Minuten 52 die Goldmedaille ist, nehme ich mal an, eine Runde dauert über eine Minute. Ziemlich sicher sogar. Deswegen werden wir nur eine Runde fahren. Das reicht dann definitiv. Hui, schön. Gut, das war knapp. Das habe ich nicht gesehen. Das ist jetzt so ein Handding, glaube ich. Das könnte der Handrücken sein. Oh, ich bin intuitiv richtig gefahren, aber leider nicht so, dass ich hier schnell weiterkomme. Oh, Entschuldigung. Headset verrutscht, dass ich hier schneller weiter konnte. Yes! Hops, runter. Ich muss gleich. Wenn mir das Headset verrutscht ist, muss ich glaube ich gleich mal gucken, ob es noch passt von der Lautstärke her. Ich setze es mir nochmal so. Ich denke, jetzt ist es wieder richtig. Wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt zu laut geworden bin, dann dreht ihr halt leiser. Lieber bin ich ein bisschen zu laut als. Shit! Lieber bin ich ein bisschen zu laut, als wenn man mich gar nicht mehr hört, so wie bei. Wo war es? Bei SMW ein Jahr ist es mir passiert, da hat jemand angerufen zwischendurch. Dann habe ich das Headset abgesetzt und nicht mehr richtig aufgesetzt und dann war ich viel zu leise. Okay, dann muss ich ein bisschen rüberziehen. Nein, 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 verdammt. Ein bisschen mehr rüberziehen, so. Gut, und so langsam, glaube ich, wir müssen uns auch langsam mal wieder. Also wenn ich mir die Zeit so angucke, wird das mit Gold überhaupt nichts. Eieiei. So langsam müssten wir uns wirklich wieder mit der Runde nähern, also dem Rund, dem roten Checkpoint. Oder nee, hier ist er ja grün. In der Stadium-Welt ist er ja grün. So. Wir sind ja schon wieder vorm Gesicht. Das heißt, wir haben gleich die Runde durch. Da oben oder so müsste jetzt dann passieren. Ist irgendwie noch ein bisschen links rum und dann. Ja, jetzt kommen wir zum Ziel. Ja. Alles klar. Schön. Schön gebaut. Schöne Strecke. Sehr, sehr geile Strecke. Sehr, sehr geil. Um das mal kurz auch zu erwähnen. Die Edeka-Werbung, die ist echt cool. Die ist sehr, sehr geil. Die ist super geil. So. Oh Gott. Himmel hilf. Drei Runden. Tschum. Alter, Alter. Das Auto ist ja so noch schnell, noch nicht schnell genug. Da muss er noch. Das muss er noch mit lauter Speed-Dingern. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das Auto ist ja wirklich noch nicht schnell genug. Um Gottes Hilfe. Zum Glück leckt das nicht. Ja, mein, um Gottes Willen. Natürlich. Gar kein Thema. Uiuiuiuiuiui. Das wird lustig. Wie mache ich das denn hier am besten? Ich denke von möglichst weit oben. Oh, fuck. Doch, das haut hin. Super. Boah, geil. Das ist auch. Boah, das ist. Die kommen auf Ideen? Das glaubst du gar nicht. Meine Herren. Das habe ich auch noch nicht gefahren, sowas. Wahnsinn. Ja, natürlich. Ja, natürlich, ist in Ordnung. So, da haben wir die Runde. Eine Runde fahren wir noch, dann lassen wir's. Schön. Ach, cool. So, jetzt kommt wieder mein Sprung. Diesmal haut er aber hin. Ja, das ist super. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr, sehr geiler Sprung. Sehr, sehr geil. Boah. Das Schöne ist aber auch hier, du kannst, selbst wenn du irgendwo aneckst, du kriegst sofort wieder Speed drauf und.
Man guckt euch die Geschwindigkeitsanzeige an, die geht nicht höher. Oh ja, super. Genau direkt hier bei der Runde bin ich gestoppt. Das ist doch perfekt. Perfekt, um es zu beenden. Ach, cool. Das war schön. Bärtempel? Bärtempel? Was? Bärtempel? Ja doch, Bärtempel steht da. Okay. Winterlandschaft, auch sehr schön. Auch sehr geil. Sehr weiße Landschaft. So. Jetzt kann ich nicht mehr aufhören, verdammt. Ah, schlimm. Schlimm mit mir, echt. Richtig, richtig. Das war irgendwie nicht das, wo es lang ging. Hier sind die großen Pfeile. Wer übersieht's? Ich, natürlich. Warum denn auch nicht? So. Bitte. Ist ja auch eines der Originalautos. Habe ich ja schon im letzten Part philosophiert. Wie schön ich... War es im letzten Part? Ich hoffe. Wie schön ich das Originalspiel fand damals, als es rausgekommen ist. Wie mich das direkt fasziniert hat, weil es eben was war, was ich mir schon immer indirekt gewünscht habe. Und dann gab es tatsächlich sowas. Das war irgendwie cool. Mein Gott, was sage ich die ganze Zeit irgendwie cool? Ich weiß es nicht. Das sage ich doch sonst nicht. Egal. Völlig egal. Einfach fahren. Und sich freuen, dass es nicht leckt. Wenn ich mich nicht ganz blöd... Super. Wenn ich mich nicht ganz blöd anstelle, wollte ich gerade sagen, ist bisher so, wie ich fahre, sicherlich Gold drin, aber... Da bin ich über den Checkpoint gesprungen. Natürlich. Jetzt wird man schon bestraft, wenn man zu schnell ist. Und jetzt wird man bestraft, wenn man so langsam ist. Oh, Alter. Meine Güte. Und runter, Hilfe. So. Auch aber eine schöne Landschaft hier wieder, die sie aufgebaut haben. Ich meine, es ist ja am Anfang, wenn man hier anfängt zu bauen, ist ja nichts da. Ne? Das ist ja alles von denen gebaut. Und so einfach ist es jetzt nicht, so eine Strecke in Trackmania zu bauen. Also ich könnte es nicht. Also ich kann halt so eine normale Stadium-Strecke bauen, das kann ich schon. Aber jetzt nicht mit diesen ganzen Verzierungen und diesem ganzen Zusatzgedöns und so, das ist schon... Das braucht schon ein bisschen mehr Aufwand. Yeah! Fast Gold. Naja. 4 Sekunden. 4 Sekündchen. So. Haben wir diesmal viele Strecken auf jeden Fall drin. Das ist aber ganz gut hier. Die sind alle ganz kurz jetzt, die nächsten. Das ist schön. Frequenzumrichter, das hatten wir doch schon mal. Aber anders. Das hatten wir in... Ich glaube, das hatten wir in der... War es? Ich weiß nicht mehr, was für ein Auto es war. Es war auf jeden Fall ein anderes. Es war nicht diese... Oh Gott. Yeses. So schön runterbremsen, weil sonst kriege ich die Kurven hier nicht. Wir richten wieder die Frequenz um, natürlich. Oh Gott. Krieg gleich einen Schluck auf. Vor lauter Frequenzen. Nein, und da war kein Checkpoint. Ach, setz doch da Checkpoints hin, Jungs. Für so Deppen wie mich, die in jeder Kurve sich aufs Maul legen, sobald die Gelegenheit da ist. So. Und so. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, ein bisschen langsamer fahren. Sonst legen wir uns wieder aufs Maul und das wollen wir ja nicht. Hihihi. 48 Sekunden ist auch die Goldzeit, das ist also alles nicht sehr lange, deswegen sind wahrscheinlich auch keine Checkpoints da. Da sehe ich schon das Ziel. Da muss man nur noch hinkommen. Jetzt wird es immer enger hier, das ist natürlich die Frequenz. Yay! Plopp! Gold! Hervorragend! Hervorragend! Gold! So, was haben wir da? Hindernis 1.
Hindernis 1. Ich wollte gerade sagen, jetzt kriegen wir auch noch deutsche Titel. Aber das sind ja alles, fast alles deutsche Titel. Also Frequenzumrichter ist ja auch ein. Was? Wie ist das denn gedacht? Muss ich jetzt den hier machen, oder was? Ich weiß, dass es möglich ist, über diese Plattformen hier zurückzufahren, sozusagen. Und zwar in etwa so. Und das geht so Stück für Stück dann immer weiter halt. Allerdings bin ich das im Tunnel eher gewohnt, nicht wenn man auch noch an der Seite runterfallen kann. Aber noch ist alles drin. Noch habe ich es nicht verkackt. Ja, ich schaffe das. Ja, und es sind zum Glück auch nur die gelben Pfeile mit den roten. Oh Gott, nein, 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 nein. Das war knapp. Mit den roten hat man da wesentlich mehr Probleme. Schön vorsichtig. So klappt das. Aber ich schaffe es nicht auch in der Zeit, die sie mir vorgegeben haben. Schade. Im Gegenteil, ich segel gleich richtig runter. Das kann man hier, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser machen, wenn ich mir das so angucke. Denn die Pfeile regeln wirklich kaum aufs Auto. So, aber gleich haben wir's. Vielleicht kann man hier sogar am Rand vorbeifahren, das muss ich auch mal testen. Machen wir gleich. Naja, das war aber jetzt zu voreilig. So schnell darf ich dann doch noch nicht zum Ziel. Doch, 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 darf ich. Doch, ich darf, ich darf, ich darf, ich darf. Nein. Yes. Nein. Fahr raus jetzt, Junge. So. Bravo. Nochmal. Ich will gucken, ob ich da am Rand entlang kann. Ach, shit. Ja, Gut, so nicht. Aber ich glaube, die gehen über den ganzen. Oh, nee, die gehen nicht über den ganzen Rand. Die gehen nicht über den ganzen Rand, da ist es nicht so schraffiert. Das sollte möglich sein. Aber nicht so. Das heißt, ich müsste irgendwie mich hier so drehen können. Ah, das ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Nee, ich glaube, am Rand geht's doch nicht. War ja nur ein Versuch. Lassen wir das. Lassen wir das, damit wir jetzt keine Zeit verschwenden. Hindernis 9. Ach so, von 1 zu 9, ja. Okay. Warum nicht? So. Schöne Nacht. Und das hier ist das Hindernis. Das überspringen wir einfach mal. Gut. Wenn wir nicht direkt in den Busch reinfahren, dann überspringen. Wo bin ich jetzt wieder hängen geblieben? Ansonsten fahren wir eben außen rum. Ach, wirklich. Wo bin ich denn da gerade hängen geblieben, als ich da hoch bin? Das verstehe ich gar nicht. Komme ich jetzt so seitlich vielleicht hoch? Wenn er nicht überall Gebüsch wäre, dann ginge es vielleicht. Fahren wir mal hier hoch. Da scheint Platz zu sein. Ja, okay. Tja, ich bin ja fast schon begeistert. Ja, Herrschaftszeiten. Nee.
Fahr doch mal da durch einfach, Junge. Nein, fahr doch mal da durch, Junge. Danke. Wo ist überhaupt das Ziel? Ich habe gerade keine Ahnung, wo das Ziel ist. Ich weiß noch, hier geht es gleich ganz... Oh nein. Den kriege ich nicht mehr gerettet. Nein, den kriege ich nicht mehr. Oh. Wo ist das Ziel? Es muss da oben sein, wo es so leuchtet. Fahre ich da am klügsten hoch? Ja, unglaublich. Irgendwas mache ich falsch. Vielleicht zu wenig Anlauf. Gut. So geht's. Genau so geht's. Wo fahre ich denn hin? So. Hier, ich möchte hier seitlich hochfahren mal. Das muss doch drin sein. Das muss doch drin sein, Mensch. Jawohl. Jetzt hier hoch. Genau, ja! Und da ist das Ziel. Hurra, wir haben's. Und wenn ich jetzt hier noch nicht überall hängen bleibe, dann komme ich sogar noch durch in der Goldzeit. Ja, Goldzeit. Hurra. Gut. Jetzt haben wir noch Inseln. 3,37. Okay, das schaffen wir noch gerade in dem Part, würde ich sagen. Und dann ist es auch wieder gut. So. 3,37. Jawohl, ist die Goldzeit. Die holen wir uns, würde ich sagen. Jum. Jum. Rumsta. So. Was labere ich schon wieder? Ich weiß es nicht. Wo fahre ich denn hin? Irgendwie habe ich nicht gesehen, dass da eine Kurve kommt. Die Sonne blendet mich. Gerade so. Hier rum. Und hier leckt jetzt auch wieder überhaupt nichts. Es ist wirklich, Gottes Willen. Ja, hier leckt jetzt wieder überhaupt nichts. Also das ist echt schön. Dann kann ich es hier im Prinzip aus der Beschreibung wieder rausnehmen. Außer in den nächsten Parts leckt es wieder. Dann. Naja. Oder ich schreibe es einfach gar nicht in die Beschreibung rein. So. Ich sag's ja am Anfang des Videos. Insofern passt es doch eigentlich, oder? Denke ich mal auch. So. Ja, und hier rum. Und hier durch. Und wohin? Wohin? Ich fahre geradeaus. Ich fahre geradeaus weiter, weil geradeaus ist schön. Ich habe vor allem keine Pfeile gesehen, also denke ich mal, geradeaus ist richtig. Jo. Geradeaus ist definitiv richtig. So, da leckt es gerade wieder ein bisschen. Gerade eben habe ich es noch erwähnt. Ist natürlich hochgradig typisch. Dass dann, wenn man es erwähnt, dann, ja. Was soll man dazu sagen? Kopf ab. So. Oh, da wird ein Sprung gefordert. Nee, gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Aber jetzt kommt ein Danger. Achso, Danger hieß... Oh, oh Gott, das war dieses Danger. Oh, nein, 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 nein. Tschüss. Okay, dann fahren wir da jetzt ordentlich runter.
So, prima. Böse Erinnerungen an Strecken wie Tod 4, meine Herren. Eieiei. Wer nicht weiß, wovon ich rede, Tod 4 suchen und angucken? Nee, bitte nicht. Es ist sehr lang und sehr schmerzhaft gewesen. Bloß nicht. Oh, hier haben wir so einen Flughafen-Hangar, wollte ich schon sagen. So ein Hangar. Links beziehungsweise jetzt rechts. Rechts beziehungsweise jetzt links. Oh mein Gott. Ich das immer verwechsel. Immer. Nein, 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 nein. Hops. So, und jetzt ist im Prinzip die Goldzeit auch schon durch. Wo haben wir denn getrödelt? Ich weiß es gar nicht. Oh Gott. Gut, ich bin voll in den Checkpoint rein. Das ist natürlich ganz toll gewesen. So. Da leckt es wieder ein bisschen. Sehr. Nein, bitte nicht. Oh, Mist. Oh je, hört auf so zu laggen, ihr komischen Maps. Oh, wo? Ich muss aber bitte nicht darüber springen. Das geht nicht. Das leckt hier viel zu sehr. Ich kriege hier keine Geschwindigkeit zusammen. Oh je. Ja, Jetzt leckt sie nämlich wirklich zu sehr, sodass ich es nicht ordentlich steuern kann. Ja, toll. Oh Gott. Machen wir das denn jetzt? Ja, ich kann da teilweise reagiert dann die Steuerung nämlich an den Stellen nicht, wo es leckt. Also logischerweise. Und teilweise reagiert sie dann zu spät, wo sie gar nicht mehr reagieren soll. Wie machen wir das denn jetzt hier? Ich komme da nicht durch. Wenn ich wenigstens über die Straße springen würde. Okay. Ich komme hier auch nicht rüber, ne? Waren wir da schon durch? Ich hoffe. Da waren wir schon mal durch. Okay. Dann muss ich jetzt mal versuchen, irgendwo aus der Map zu kommen. Aus der Map. Was laber ich? Aber halt, Dingens, ne? Wo kann ich denn mal am besten irgendwie rausspringen? Es geht nirgendwo. Ach doch, da hinten, kurz bevor ich... Ach, hier komme ich raus, gerade. Ja, genau. Bringt mir jetzt natürlich eigentlich sogar gar nichts. Wenn ich hier rausspringe, das nützt mir nichts. Scheiße. Ich muss über die Straße springen. Dann kann ich vielleicht durchs Wasser rüber schwimmen, aber ich muss über die Straße kommen. Das ist jetzt, muss das gerade hier lecken. Gerade hier, wenn ich die Geschwindigkeit brauche. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht super aus. Oh, bitte dreh dich nicht. Nein, dreh dich richtig. Oh Gott. Gott sei Dank. Problem gelöst. Puh. So. Und jetzt leckt es natürlich überhaupt nicht mehr. Das ist natürlich wieder typisch. Okay, ich habe nichts gesagt. Es leckt sofort wieder. Eieieiei. Eieiei, na gut. Aber es hat relativ wenig geleckt in dem Part, jetzt in der letzten Map halt wieder. Ah, das ist echt schade. Schade und irgendwo auch ärgerlich, dass das bei mir nicht ordentlich funktioniert. Na gut.
Danke fürs Zuschauen trotzdem und tschüss.